Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von uns. Mein Name ist Santa Claudi, das ist Santa Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer etwas anderen Kulissenwelt. Und ja, heute haben wir für euch den Fressnapf-Adventskalender. Das ist einmal diese Schätzelein, denn Fressnapf hat dieses Jahr einen Adventskalender rausgebracht. Einen für Hunde und einen für Katzen. Sammy ist ein Hund, deswegen darf er diesen hier testen. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, mit uns, Entschuldigung, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß, ihr habt die Videos vermisst, wo ich mit Sammy Blödsinn mache. Ich musste das aber alles hier so ein bisschen organisieren, dann ist es halt mit Mr. Bauchi ein bisschen schwierig, irgendwo gemütlich zu sitzen. Und also für Sammy ist es nicht schwer. Man sieht es ja, ne? Ich habe hier eine schöne Decke über die Schlafcouch geworfen und dann haben wir es uns hier ein bisschen gemütlich gemacht. Also sobald diese Decke auf dieser Couch war, ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie dieser Hund hier drauf gelegen hat. Das ist der Wahnsinn. Ja, genau. Also, ich habe Erwin auch mal hier mit rüber geholt, weil Erwin muss uns auch ein bisschen helfen, damit ich den Adventskalender nicht die ganze Zeit hochhalten muss. Das wäre ein bisschen schwer, denn der ist ganz gut befüllt, ne? Wir haben 69,99 Euro hierfür zu bezahlen und einen Warenwert von 190 Euro drin enthalten. Hier sind sowohl Produkte drin enthalten, die ja, Food-Produkte sind, also Feed, also Hundefutter quasi, als auch Spielzeug. Ja. Und hier sind aber auch Gutscheine drin enthalten. Das ist auch auf der Homepage schon beschrieben. Wichtig ist auch tatsächlich, dass wenn ihr einen Allergikerhund habt, dass ihr gegebenenfalls euch die Zutatenliste anschaut. Auch die ist komplett auf der Homepage zu sehen. Ne? Ich habe den Adventskalender bzw. erst Sammy zugeschickt bekommen, damit wir ihn hier einfach mal austesten können. Und ich finde ihn optisch gesehen richtig schön. Er passt einfach so toll, weil wir haben so eine schöne Weihnachtslandschaft mit Hunden und Schnee und das ist toll und Sammy will schmusen. Es ist einfach großartig und ich würde sagen, bevor Mr. Bau hier gleich vollkommen zusammenbricht, schauen wir doch einfach mal hinein. Ich finde es halt schön, dass wir so einen Boxen-Adventskalender haben, weil man den dann wieder befüllen kann. Und hier habe ich jetzt die Nummer 1 und da hast du ein... hier ausschneiden, Leckerli einlegen und los geht die Leckerli-Suche, okay? Du kannst also theoretisch aus dem Adventskalender noch ein komplettes Spielzeug für Hunde machen. Das finde ich interessant. Oh ja, Sammy, das kannst du auch bald sehr gut gebrauchen. Und zwar ist es von Meow & Woof Shampoo Woof Regular Complex Care 30 ml. Das Shampoo im Fressnapfsalon. Also es gibt tatsächlich, das habe ich bei uns auch schon gesehen, ich blende euch besser hier, da ist ja eh eine Freifläche, ne? Das einfach mal ein. Es gibt ja auch so Fressnapfsalons und das ist dann halt das Shampoo, was davon genommen wird. Das heißt, es wird dann total super für dein Fell sein, Sammy. Und Sammy muss gar nicht so häufig duschen, also zweimal im Jahr duschen wir den ungefähr, ne? Und ich finde es immer ganz cool, ja, wenn man dann halt auch Shampoo hat, was das Fell pflegt und was die Haut auch schön pflegt von dem Hund. Sammy mag das aber leider gar nicht, denn Wasser ist ganz furchtbar. Wollen wir mal riechen? Das riecht angenehm, ne? Was sagst du? Weiß ich nicht. Kannst du nicht essen? Ist schwierig. Ich habe dich tierisch lieb. Steht hier jedenfalls drauf, Sammy. Und ganz genau so ist es auch. Ja, okay. Scan me. Also du hast hier auch noch einen QR-Code drauf. Genau, und hier haben wir einen Gutschein drin enthalten. Frag doch Dr. Fressnapf. Mit diesem Gutscheincode erhältst du einen kostenlosen Termin per Videoanruf bei Dr. Fressnapf für deinen Liebling. Genau. Und das ist halt ein Gutschein, ja, wo du halt, wenn du irgendwas mit deinem Hund hast, einfach mal per Videocall mit einem Tierarzt sprechen kannst. Es ist cool, finde ich persönlich, weil der ist wirklich fürs komplette nächste Jahr gültig. Der reguläre Beratungspreis wäre 17,90 Euro. Das heißt, das ist dann auch der Wert tatsächlich. Und wenn Sammy nämlich irgendwas hat, wäre das halt ganz cool, wenn man nicht unbedingt wegen jedem Pups zur Praxis muss. Wisst ihr, was ich meine? Und dann ist es schön, wenn man sowas hat und da einfach mal online danach fragen kann. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ach, und das ist süß. Sowas bekommt Sammy dann auch an sein Halsband. Dieser Anhänger ist Teil des Fressnapf-Adventskalenders. Anhänger nicht vor Gravierung aus der Verpackung entfernen. Alles klar. Von My Family, damit kannst du dann wahrscheinlich bei Fressnapf
das entsprechend gravieren lassen. Müsste ich mir mal, genau, teilnehmende Märkte in deiner Nähe findest du über folgenden QR-Code und dann kann man halt das entsprechend abscannen und dann individuell halt den Namen drauf machen, Sammy. Das finde ich süß, muss ich wirklich sagen. Und dementsprechend ist das ein cooles Produkt. Was meinst du, Sammy? Ne? An deinem Halsband? Dein Name? Ja. Hier haben wir jetzt die Nummer 4 und die ist ein bisschen schwerer. Ich liebe Weihnachten und Kekse. Das steht hier schon mal drauf. Und wenn hier Kekse draufsteht, oh, Sammy, Sammy, das ist was ganz Tolles. Da sind Würstchen drin. Oh mein Gott, Snack Roll. Mmh, schnittfeste Snackwurst, Firm Snack Sausage. Mhm. 76% Geflügel. Es riecht auch schon wirklich, ne, wurstig. 80 Gramm sind hier drin. Das ist zweimal die gleiche Wurst. Von Multi für Tiernahrungs GmbH und nee, Real Nature. Ich glaube, die gehören zusammen. Ne? Hier sind dann auch die entsprechenden Inhaltsstoffe aufgeführt. Oh, das finde ich super, Sammy. Getreidefreie Rezeptur ohne Zusatz von Zucker, künstlichen Konservierungsmitteln, Farb- und Aromastoffen. Läuft. Wenn sie die wo haben? Muss Fräulein aber eine Schere holen. Das hat die ganz toll gemacht, dass sie die nicht mit hierhin geholt hat. Das ist wirklich so eine ganz bemerkenswerte Eigenschaft von Sammy, ne? Der wird da, also, der leckt die vielleicht an, aber der wird die jetzt nicht irgendwie aufgenäbeln oder so. Da wartet er einfach drauf, dass ich ihm dann die Schere hole und das dann mache. Na, Sammy, wie viel darfst du denn wohl davon? Die komplette Wurst oder was? Der hatte nämlich heute noch kein Abendbrot. Meinst du, so eine große, ein großes Stück Wurst? Oh, er leckt. Oh, Ham. Ist auf meinem Kleid gelandet. Das ist nicht schlimm, Fräuchen kann ihr Kleid eh nachher waschen. Oh, ist das lecker. Ja, vorsichtig, ne? Immer nur kleine Stückchen. Oh, er kann sein Glück kaum fassen. Noch mehr? Wäre cool, wenn du das irgendwie abbeißen könntest. Kannst du es abbeißen? Nee, ne? Du willst es rausziehen, komplett. Knäbel mal so an der Seite. Meinst du? Nee, ich leck das lieber. So genau, und dann zubeißen. Nee? Naja, so hat er auf jeden Fall länger was davon. Er versucht es mir vorsichtig hier rauszureißen. Soll ich das abbrechen, Sammy? Das ist noch größer, das Stück. Ja, du kriegst gleich die ganze Wurst. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es cool, weil wir ja schon länger jetzt drauf warten mussten, dass wir da was drin haben, dass wir jetzt dann so ein großes Stückchen Yam drin haben und gleich auch noch zwei Stücke. Ne? Ich glaube, da freuen sich die Hunde schon drüber. Und wenn Sammy sich freut, freue ich mich auch. Ja, ich gebe dann noch ein bisschen mehr auf mein Kleid. Da kannst du gleich dran rumlecken. Viel Spaß. Ne? Das finde ich gut. So, Sammy, habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit, deine vollste Aufmerksamkeit? Absolut. Ein Tag vor Nikolaus haben wir hier den 5. Dezember. Oh, du Fellige steht hier drauf. Das ist schon wieder was zum Naschen, Sammy. Oh mein Gott. Train and Treat Lachs mit einem Hauch von Kokos. Also das ist ja mal sowas von edel. Das ist getreidefrei, kein zugesetzter Zucker, keine Geschmacksverstärker und so. Low in Fat und das finde ich doch schön von Jim Dog. Wie viel haben wir denn hier drin? 125 Gramm. Ja, definitiv. Das wollen wir mal ausprobieren. Er ist jetzt gerade richtig, richtig da, ne? Also da, bei ihm ist es halt, ja, okay, dann hast du da erstmal dies, das Ananas drin. Schön, wenn Frauchen sich freut, ich bleib dann hier einfach liegen. Aber wenn man dann hier solche Sachen drin hat, dann ist direkt Aufmerksamkeit da. Das sind so kleine Fischchen. Magst du das? Das ist eigentlich von der Konsistenz her etwas, wo ich ehrlich sagen muss, ist normalerweise nicht etwas, was Sammy mir jetzt so einfach wegfuttern würde. Aber ja, ich habe ja auch getrickst, ne? Der hat ja noch kein Abendbrot gehabt, dann ist es ja auch in Ordnung. Noch ein? Hm? Na? Ist noch ein? Das ist wohl lecker. Ich glaube, er mag das, ne? Doch. Ja, nicht schlecht. Mit Kokos bin ich auch sehr edel. Also ich hatte jetzt noch nie im Kopf gehabt, dass irgendwie Kokos was für Hunde so ist, ne? Dass sie da drauf stehen. Lachs definitiv, aber ja. So kann er auch mal auf eine andere Geschmacksreise genommen werden, der kleine Mann. Und ja, ich packe das alles wieder schön rein, weil das wird natürlich dann für Sammy auch in der Adventszeit geöffnet, ne?
Nikolaus. Mein Platz ist unter dem Weihnachtsbaum. Geht so. Dann schmeißt er alle Kugeln runter. Okay, aber das ist wahrscheinlich dann hierauf bezogen. Das ist ein Spielzeug. Wolters-cat-dog.de. Ach, das ist so eine, so ein Kauholz. Ja, rieche ich auf jeden Fall. Ich bin froh, dass Sammy bei uns tatsächlich gar nicht so viel ankaut. Also ich weiß nicht, ob das was für ihn wäre. Er wird wahrscheinlich, wenn man ihm das auch richtig anpreisen würde, ja, wenn ich das tatsächlich mit meinem Freund so hin und her spielen würde und so, yay, cool und so, ne, so animiert man ja die Hunde dazu, das toll zu finden, dann könnte das was werden. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Also wir hatten auch schon so eine Wurzel mal für Sammy gehabt. War jetzt nicht so heiß hinterher, muss ich sagen. Taue, sowas ist was für ihn. Aber ich glaube, das werden wir hier jetzt nicht unbedingt drin finden. Es sei denn, wir kriegen einen Gutschein für einen Taue. Das wäre ja auch cool. Die Nummer 7 ist der Tag vor Sammys Geburtstag. Da bin ich mal gespannt, was du dann am Tag vor deinem Geburtstag machen darfst. Es warten neue Abenteuer, steht hier drauf, Sammy. Definitiv warten neue Abenteuer auf dich allein, weil Mr. Bauchi auch dann auf der Welt sein wird und Sammys Leben auch auf den Kopf stellt. Das wird nochmal interessant. Ja, Frauchen hat hier Anemonda vom feinsten Snack-Pudding. Rind pur. Ich habe hier keinen Löffel, Sammy. Ist egal, ne? Ja, ist okay. 85 Gramm sind hier drin. Das ist Ergänzungsfuttermittel für ausgewachsene Hunde. Willst du probieren, ne? Aber dann hast du an dem 7. Dezember in der Weihnachtszeit nichts mehr drin. Wäre das okay für dich, Sammy? Kannst du damit leben? Ich glaube, er kann damit leben. Ach so, das ist eh zum Schlabbern. Geil. Ja gut, komm, gönn dir, Sammy, ne? Das ist von der Konsistenz her halt wirklich wie Pudding. Na los. Sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Also Sammy hat hier wirklich gerade sein Festessen. Das gefällt dir. Ja, und was ist damit? Und damit? Guck mal, da liegt überall noch was. Genau, das stelle ich mal ordentlich hin, dann kommst du auch besser bei. Ach so, das soll Frauchen jetzt selber wegmachen. Wo bist du denn drauf? Hey! Am 8. Dezember wird der kleine Mann Geburtstag haben. Und hier habe ich natürlich für ihn auch schon das Kläppchen Nummer 8 am Start. Oder die Box Nummer 8 vielmehr, ne? Auch da ist wieder was zu snacken drin. Also das hätten die, ganz ehrlich, jetzt gesprochen hier, ne? Ey, sorry, Sammy. Ein bisschen besser aufteilen können, weil jetzt kommen halt recht viele Snacks. Und am Anfang war halt, ne, so eine, ja, 3-Kläppchen-Durststrecke mehr oder weniger für die armen kleinen Bautzens. Von Buck and L... oder Buck, ja, weiß ich nicht. Backkeks, Cranberry und Käse. Jungle Bell, Jungle All the Way. Okay, 50 Gramm. Backbell, weinrote Hundekekse, reich an Insekten. Insekten? 100% Insektenprotein, Hypoallergen, kein Zusatz von Getreide. Das ist doch charmant. Insekten hatten wir schon öfters mal, ne? Als Futter, als Leckerli. Oh, die riechen wirklich sehr keksig, sehr angenehm. Mausi, da muss jetzt ein bisschen mehr kauen als bei dem Pudding eben. Er hat es erstmal auseinandergedröselt und jetzt wird es eins nach und nach gemampft, ne? Aber die scheint auch nicht zu hart zu sein, sobald man die auseinander gemacht hat. Käse mag Sammy auch sehr, sehr gerne. Das ist auch echt so sein Ding. Und Sammy mag das auch, wenn das so cruncht. Das ist, ja. Ja, das magst du, ne? Noch rein? Okay, so, den Rest lassen wir hier drin. Der ist dann für deine Weihnachtszeit, Mausi. Jetzt bin ich mal gespannt, worüber wir uns hier in der Nummer 9 freuen dürfen. Ich glaube, hier ist wieder ein Gutschein für uns drin, Sammy. Genau. Erste-Hilfe-Webinar. Oh, das finde ich auch praktisch. Mit diesem Gutschein erhältst du ein kostenloses Erste-Hilfe-Webinar, um Tieren im Ernstfall helfen zu können. Das ist toll.
Ich weiß nicht, was sowas normalerweise kostet, werde ich recherchieren und das ist so, so wichtig. Klar, also ich bin auch Ersthelfer, was Menschen angeht, ne? Aber bei Tieren, das ist immer eine ganz andere Geschichte, weil ja auch die Tiere anders atmen, die Organe auch woanders sind und da ist es dann super wichtig, wie man im Ernstfall halt reagieren muss, ne? Das muss Frauchen mal machen. Das finde ich auch richtig sinnvoll, muss ich sagen. Ich wusste nicht, dass Fressnapf auch solche Sachen überhaupt anbietet. Wusstet ihr das? Schauen wir mal, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Die ist auf jeden Fall sehr leicht. Ja, das hätten die wirklich besser aufteilen sollen, ne? Weil jetzt haben wir hier wieder einen Gutschein halt drin, was ich persönlich ja gut finde. Beziehungsweise tierisch engagiert, gemeinsam stark für Tiere in Not. Das war auch auf der Homepage geschrieben, dass für Tiere in Not gespendet wird, wenn man den Adventskalender kauft. Danke. Mit dem Kauf dieses Kalenders spendest du automatisch 1 € an eine Tierschutzorganisation von tierisch engagiert. Das finde ich schön. Scanne den QR-Code hinten auf der Box, um mehr über das Spendenprojekt zu erfahren. Ja, und das ist eine gute Sache, Sammy, ne? Wir helfen damit anderen Tieren. So, hier habe ich jetzt die Nummer 11. Alle putzen sich heraus für das Weihnachtsfest. Dann wird wahrscheinlich hier das Shampoo zum Einsatz kommen. Was meinst du? Oh mein Gott. Und meinst du, am 11. Dezember kann Frauchen dich auch endlich wieder duschen? Weil eigentlich bin ich dafür auch immer zuständig gewesen, aber ja, aufgrund von 5 Kilo Scheinen quasi und Sammy wiegt ja etwas mehr als 5 Kilo, ging das dann leider nicht mehr, ne? So, hier habe ich jetzt einen Ohrenreiniger. Oh. Freust du dich, Sammy? Take care. Wobei der das manchmal richtig toll findet. Also wenn ich wirklich ihm so am Ohr rumkraule oder so, manchmal hält er mir auch richtig sein Ohr so hin, so, oh, Frauchen, ja, genau so, ja. Er steht halt drauf, ne? Und damit kannst du es halt wirklich professionell machen. Reinigt mild und effektiv. Also da sollte man sich aber im Vorfeld informieren, wie man das anzuwenden hat, weil es halt eine flüssige Geschichte ist. Laber ich dir zu viel? Sorry. 50 Milliliter sind hier drin. Das ist eine milde und effektive Reinigungslösung für den äußerlichen Gehörgang des Hundes und der Katze. Er entfernt sanft den Ohrenschmalz sowie andere Ablagerungen im Ohr. Importiert, ach so, kommt aus der Schweiz. Ja, läuft. Ist eine schöne Geschichte, definitiv. Können wir da mal austesten, Mausi? Yay! So, die Halbzeit, die Nummer 12. Hier habe ich auch wieder einen Gutschein für einen Wurm- und Giardientest. Aha. Interessant. Mit diesem Gutscheincode erhältst du einen kostenlosen Wurm- und Giardientest für deinen Liebling. Bestelle dein kostenloses Testkit mit deinem exklusiven Gutschein unter fressnapf.de. Das machen wir doch mal. Du hast wohl keine Würmer, aber ich weiß ja nicht, was Giardien sind. Auch das ist fürs komplette nächste Jahr einlösbar und das finde ich wirklich schön. Was meinst du dazu, Sammy? Man weiß jetzt nicht, wie man das dann testen muss. Dann weiß ich nicht, wie Sammy das findet. Aber an und für sich finde ich das gut. Es gibt nichts Besseres als eine tierische Kuschelparty in der Nummer 13. Meinst du auch? Sei Fräuchen mal mit dir. Sei Fräuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich mal zu dir runterbeugen und dich einfach mal in den Arm nehmen, weil die dich so knuffig findet. Ja, ist das gut? Oder geht die dir auf die Nerven? Nein, eigentlich ist es schön, ne? Ja, manchmal muss das sein. Oh. Ach so, ich hätte weitermachen dürfen. Okay. Er ist einfach zu großartig, oder? Ja. So, was haben wir denn hier, Sam? Was ist das denn? Oh, eine Aloe Vera Seife für Hunde von Trixie. Ja, auch das ist dann halt zur Fellpflege, ne? Also, ja. Er atmet schwer, er möchte doch lieber was zum Schnabulieren haben. Aber das ist ein nicht nur Food-Adventskalender, Sammy. Da ist viel, viel mehr drin, auch zur Fellpflege. Und Spielzeug, wobei Spielzeug hatten wir jetzt noch gar nicht so viel hier drin, ne? Okay, 100 Gramm, wie gesagt, und ja, die sind knochenfroh, das ist ganz hübsch, ne? Und Aloe Vera ist ja auch feuchtigkeitsspendend, kennen wir ja aus der menschlichen Kosmetik, ne? Ja, es ist einfach so ein grüner Knochen, ne? Ganz blöd, ich weiß. Alles, was mit Duschen zu tun hat, ist für Sammy nicht so seine Welt. 4 Pfoten für ein Halleluja mit der Nummer 14. Da schauen wir mal rein. Wollen wir nicht? Ja, da ist doch wieder Yam drin. Das ist doch mal was. Guck mal. Und das ist ein Riesen-Yam. Das ist ein Chicken Burger. Ach, du ahnst es nicht. What? Mit Huhn? Was zum Geier? 140 Gramm, Leute. Das ist wirklich ein Chicken Burger. Sehen wir, deine Augen leuchten gerade sehr, sehr hart. Ja, was soll's, ne?
Du ahnst es nicht. Ich finde sowas witzig. Das ist echt krass. Das ist richtig krass. Ich weiß ja nicht, woraus es besteht. Hühnchen, würde ich jetzt sagen. Burger mit Huhn. Chicken Burger. Stand auch vorne drauf, Claudia, ne? Ja, Chicken Burger mit Huhn. Ist das Rinderhaut, Hühnerfleisch, Spinat haben wir hier mit drin. Lavendel, Kartoffel, Süßkartoffel, Karotten, Sesam. Das ist ja Wahnsinn. Ohne Zuckerzusatz, glutenfrei. Okay, Mausi, aber du, willst du wirklich das ganze Vieh? Dann platzt du doch, ne? Das machen wir jetzt erstmal. Ne, wobei, das gehört sich eigentlich so. Ich gebe dir ein kleines Stück davon, geht das? Aber du hast richtig Bock drauf, ne? Wenn ich dir das jetzt gebe, ich lege das einfach mal vor dich hin, dann kannst du das ablecken. Ja, weil das dauert. Das ist so ein Leckerli, womit man die Hunde so einen Tag lang beschäftigen könnte, theoretisch. Also das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, ich lasse ihn das jetzt hier mal in Ruhe ablecken. Dann hören wir auf jeden Fall seine Schmatzgeräusche im Hintergrund, was ich auch vollkommen in Ordnung finde, falls er das jetzt noch weiter ablecken möchte. Vielleicht wird er damit auch gleich versuchen, stiften zu gehen. Das wäre dann natürlich blöd. Dann würde er das nach dem Videodreh halt wieder kriegen, ne? Ja, schön. Definitiv. Also kann er sich, glaube ich, jetzt erstmal soweit nicht beschweren. Ja, du weißt schon Bescheid, ne? Du weißt schon Bescheid. Ja, wir hatten jetzt eine kleine Drehpause, weil Mr. Bau hat natürlich den Burger essen wollen und mein Schatzi hat uns geschrieben, oder mir, ob wir nicht runterkommen wollen, Abendbrot und so. Und dann, ja, haben wir in Ruhe unsere Hühner-Muschelnudelsuppe geschlemmt und Sammy hat sich dann den Großteil seines Burgers einverleibt. Genau, ja, und gleich, wenn wir wieder runtergehen, kann er theoretisch weitermachen, aber er hatte auch irgendwann so richtig eine Maulsperre, das hat man richtig gemerkt. Also, ich glaube, das war für ihn jetzt so das beste Kläppchen bislang. Aber jetzt sind wir bei der Nummer 15 und da schauen wir doch jetzt einfach mal rein, was uns hier erwarten wird. Und zwar haben wir hier etwas sehr Praktisches drin enthalten, das aussieht wie ein kleiner Mini-Alien. Das finde ich süß. Und zwar ist es ein Kotbeutelspender inklusive einer Rolle Kotbeutel, was sehr, sehr praktisch ist tatsächlich. Ja, sowas braucht man. Und ja, mit so einem Gürtelclip. Das sieht echt irgendwie sehr interessant aus, Leute. Aber praktisch. Also wir können sowas immer sehr, sehr gut gebrauchen. Willst du mal riechen? Noch riechen die gut, ne? Genau. Nö, finde ich wirklich gut. Eine schöne Nummer 15. Die Nummer 16. Und ich habe eben auch beim Abendbrot meinem Freund dann erzählt, was wir hier so schon drin hatten. Und er war auch sehr angetan von dem Adventskalender bislang. Und hier haben wir jetzt auch wieder was zum Schnabulieren drin. Einen leichten Snack von Edgard Cooper. Schonend gebacken und getreidefreie Rezeptur. Powerriegel, saftiges Ente und Huhn. Okay, enthält 35% Protein für viel beschäftigte Hunde. Ja gut, das ist Sammy jetzt nicht so unbedingt, ne? Haben wir zwei Stück von drin. Aber ich glaube, damit machen wir ihn jetzt auch nochmal glücklich. Auch wenn er jetzt eigentlich schon recht gut was auf hat. Das können wir doch vielleicht auch, ja, kriegt ein kleines Stück von. Haben? Hast du Bock drauf? Ja. Ist halt wirklich auch von der Konsistenz her, wie bei den Menschen Proteinriegeln, ne? So ein bisschen proteinriegelig halt, ne? Ja. Er traut sich das nicht mehr so offiziell zu essen, weil er jetzt ja schon so viel sich gegönnt hat. Aber ist ja nicht schlimm. Nee, finde ich gut. Das ist eine schöne Geschichte. Möchtest du das noch ganz haben? Ja, komm, Sammy. So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Wobei, Fräuchchen... Achso, Entschuldigung. Gemein. Fräuchchen, bricht dir dann lieber so ein paar Stückchen von ab. Ich glaube, das ist cooler. Und das andere Riegelchen kommt dann für den 16. Dezember wieder für Sammy zurück. Hey, wir sind schon eine Woche vor Heiligabend. Du bist ein Geschenk, steht hier drauf. Und ja, Sammy, du bist ein ultimatives Geschenk. Und ich habe eben mit meinem Schatz auch nochmal drüber gesprochen. Sammy wird dieses Jahr wirklich schon 7 Jahre alt. 7 Jahre, Mausi? 7 Jahre? Dann ist er schon 5 Jahre bei uns, genau. Und was er in den 2 Jahren erlebt hat, gegebenenfalls, was, also bevor er zu uns kam, steht in diesem Buch, was ich geschrieben habe. Ist auch in der Infobox verlinkt. Und hier haben wir etwas drin. Schon wieder so ein großes Ding, ne? Black and White Cookies. Oh, wobei, nee, das sind dann auch einzelne Cookies. Also, das ist gut. Die Oreo-Kekse, 100 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist ja mal der Wahnsinn, Leute. Also, es gibt ja vieles, ne, von Trixie. Aber solche Kekse wie hier feiere ich total.
Okay, wirklich sehr, sehr interessant, wie das auch aussieht, ne? Auch mit so einer Pfote drauf und so. Also wie gesagt, hier blende ich euch ja alles Mögliche ein. Das ist dann ganz gut, dass ich da so eine Freifläche habe, ne? Jetzt mal einen probieren. Jetzt mal anlecken und hab's. Das ist halt so ein richtig vorsichtiger Hund, ne? Der leckt immer erst so ein bisschen, um zu gucken, was ist das? Und dann wird's erst gegessen. Aber heimlich, das ist so geil. Warum machst du das denn? Ich mache jetzt einfach mal weiter, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Die Nummer 18 habe ich jetzt hier. Ich glaube, da haben wir wieder ein Nassfutter oder sowas drin. Ja, das kriegt er jetzt aber nicht auch noch, ne? Irgendwann ist er mal gut hier. Edgard Cooper hat sich hier wieder verewigt für erwachsene Hunde. Bio, wunderbares Rind, Kokosnuss und Chiasamen. Also das mit dem Kokosnuss finde ich wirklich interessant. Da sind 100 Gramm drin enthalten. Größere Hunde haben einen größeren Appetit. Echt? Ja. Sammy ist jetzt keine Fressmaschine oder so, bei ihm geht es halt wirklich vollkommen klar. Es ist halt schon ein Genießer, ne? Aber wenn man ihm das gibt, das frisst er wohl, ne? Holla, die Waldfee, die Nummer 19 ist riesig, Leute. Ich war ein guter Hund in diesem Jahr. Sammy war immer ein guter Hund. Der Beste. Der Beste, der Beste, der Beste. Und ein Krümelmonster auch noch dazu. Na, das darf auch sein, ne? Ja. Oh, die ist voll prall gefüllt. Das ist ja richtig cool. Erstmal auseinanderfusseln hier, Sammy, ne? Okay, wir haben hier so einen Edelstahlbehälter. Den schraubt man dann hier so rein. Ich glaube, dass man das dann quasi als To-Go-Trinkstation mitnehmen könnte. Also wenn wir jetzt so spazieren gehen im Sommer oder wenn man unterwegs ist bei Freunden grillen oder einen Tag am See verbringen. Ne, da ist ja Wasser am See. Aber halt irgendwo, wo man halt jetzt nicht unbedingt direkt Zugriff auf frisches Wasser für Hunde hätte, ist das echt cool. Und dann kann man das theoretisch sogar hier reinmachen und dann so hinstellen, dass, oder ihm halt so geben, ne, dass er dann daraus trinken könnte. Das ist so wichtig. Das ist auf jeden Fall mega cool. Gefällt mir. Also sehr praktisches Tool. Oh mein Gott, wir sind schon im 20er-Bereich. Ich habe jetzt hier die Nummer 20. Leise rieselt der Schnee. Also ich bin gespannt, ob wir dieses Jahr dann auch tatsächlich noch Schnee bekommen werden. Denn nach diesem mega heftigen Sommer, der sich wirklich Sommer nennen kann, wäre das auf jeden Fall mal eine ganz schöne Geschichte. Und hier haben wir natürlich auch wieder mal ein bisschen Abwechslung drin. Und zwar ein Gutschein. Ist dein Hund ausgelastet? Das ist immer eine gute Frage. Mit diesem Gutschein erhältst du ein kostenloses Hundetraining bei einem Verein in deiner Nähe für dich und deinen Liebling. Das finde ich ja cool. Da kannst du dann auch einfach mal online gucken. Von VDH ist das, ne? Dass du da einfach mal reinschnuppern kannst. Das finde ich auch toll. Ein kostenloses Hundetraining, Mausi. Hast du da Bock drauf? Hm? Ein bisschen Beschäftigung? Ein bisschen trainieren? Ja, ja. Ist okay, ne? Wenn ich da was zu futtern kriege, ist okay. So, hier sind wir jetzt bei der Nummer 21 und ja, wir sind echt schon im 20er-Bereich. Das ist schon sehr fortgeschritten hier alles. Oh, guck mal, wir haben hier wieder Naschi drin. Mahlzeit. Ich rüpp sich ein zurecht. Auch wieder von Edgard Cooper. Braver Junge. Rindbites mit Erdbeere und Mango. Proteinreich, schonend gebacken und getreidefreie Rezeptur in der Taschengröße. Mit 50 Gramm. Das ist cool. Ach, Edgard and Cooper sind Hunde von den Gründern. Das ist auch cool, ne? Natürlich wollen wir uns die angucken. Die sind winzig klein, aber das ist nicht schlimm. Die riechen... Also ich finde die jetzt nicht so super ansprechend, ne? Aber vielleicht Sammy, man weiß es nicht. Der ist super vorsichtig, wenn er Leckerlis nimmt. Also darauf, also das finde ich halt total gut. Weil wenn Mr. Bauchi dann schlüpft, dann wird Sammy auch entsprechend vorsichtig sein. Das ist ja einfach eine schöne Geschichte bei ihm. Das finde ich sehr sympathisch. Das ist schon lecker, ne? Kleiner Sabberkönig. Noch mehr? Ja. Noch? Noch ein? Ja. Ab in den Schnee am 22. Dezember. Also Schnee. Sammy liebt Schnee. Mahlzeit. Wie unhöflich von ihm, oder? Er liebt wirklich Schnee. Das ist tatsächlich so voll sein Element. Und ich weiß gar nicht, war das letztes oder vorletztes Jahr, wo wir ja so super viel Schnee hatten? Der ist hier durch unseren Garten gehüpft und von einem Schneeberg in den nächsten und so. Der hat es so genossen. Der wälzt sich da richtig drin. Da nehme ich euch auch immer gerne auf Instagram mit, weil er das einfach liebt, ne? Ja, das ist echt toll, ihn so zu sehen, Mensch. Oh, guck mal. Ein bisschen Beauty, Sammy. Naturally good. Hautbalsam haben wir hier drin enthalten mit Bio-Kakaobutter. Mausi, wenn du was trinken willst, da vorne ist deine Wasserschale. Hast keinen Bock, ne?
Muss auch nicht sein. Oh. Das kannst du hin und weg. Okay, unser Hautbalsam angereichert mit Bio-Kakaobutter und Bio-Hanföl pflegt beanspruchte Hundehaut intensiv und hält sie weich und geschmeidig. Ideal für trockene Hundenasen. Zur Faltenpflege. Ach so, Falten hast du nicht, oder Sammy? Hast du irgendwo Falten? Eher weniger. Okay, und zur Pflege von beanspruchten Hautpartien. Frei von Mikroplastik, tierischen Inhaltsstoffen, synthetischen Farb- und Duftstoffen, Paraben und Silikon. Das ist doch auch sehr sympathisch. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gerade noch nicht, wo ich das bei ihm jetzt anwenden sollte. Wobei der hatte ja im... Wann war das, Sammy? War das dieses Jahr im Sommer? Da hattest du doch auch so hier an deinen quasi Ellenbogen, ne? Hatte Sammy so Stellen, die sehr unschön waren. Also da hatte er sich die aufgeschraubt und... Entschuldigung. Fröchen, spiel doch so gerne mit deiner Zunge, wenn du so machst. Schon, das soll man nicht machen, ne? Das ist einfach witzig. Auf jeden Fall, das könnte ich mir dann für dich vorstellen, Sammy, ne? Dass man dir das dann drauf macht. Ja, danke fürs Anniesen. Aber jetzt aktuell ist alles mit deiner Haut soweit in Ordnung, oder? Ja. Du hechelst dir einen zurecht, kleiner Mann. Hier werde ich getreten. Hier habe ich jetzt den 23. Dezember, den Tag vor Heiligabend. Und da schauen wir mal. Ach, guck mal, hier ist er auch wieder. Hier ausschneiden, Leckerli einlegen und los geht die Leckerli-Suche. Okay. Ja, okay. Wir haben hier wieder so eine Wurst drin. Aber er hatte ja jetzt schon eben eine Wurst, ne? Fleischeslust natürlich artgerecht. Meat and Treat, schnittfeste Trainingswurst, 100% reich an Geflügelfleisch. Offensichtlich haben wir eben gesehen, das mag er, ne? 80 Gramm sind hier drin enthalten. Aber du hattest ja eben schon eine komplette Wurst und einen halben Burger und was du nicht alles schon in dich reingeschaufelt hast. Irgendwann ist auch mal gut, ne? Der so, nein, das ist nicht, nein, Frauchen, gib! Lieben wir. Okay. So, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Büchschen, zu der Nummer 24. 24? Sammy, das ist Heiligabend. Weihnachten! Fröhliche Weihnachten steht hier auch drauf. Und dann haben wir hier ein Spieli drin, das ist ja cool. Von Dogs Creek ist es auch wieder. Kann man da irgendwie was reinmachen oder so? Ist das irgendwie cool? Das sieht auf jeden Fall aus wie so ein Bärchenkopf, ne? Hm? Was meinst du? Ja, ist jetzt gerade uncool. Aber das ist CE geprüft, Multi für Tiernahrung, Tiernahrungs GmbH. Das ist doch schön. Und das ist ein schönes Spielzeug in der 24. Da muss man halt nur den Hund, wie gesagt, dazu animieren, das auch toll zu finden. Kommen wir mal zum Fazit von dem Adventskalender. Also Sammy hat auf jeden Fall hier sehr gut schlemmen können. Ich persönlich hätte tatsächlich das ein oder andere Kläppchen ein bisschen anders aufgeteilt. Also deswegen, ja, also da besteht vielleicht ein bisschen Verbesserungsbedarf, aber an und für sich den Inhalt finde ich richtig, richtig klasse. Du hast hier nicht nur Snacks oder halt so ne, Futtergedönsen drin, sondern du hast hier halt auch... Ja, diese Möglichkeiten mit dem Hund was zu machen und das habe ich eigentlich tatsächlich, ich habe da Bock drauf, ne? Sammy hat es offensichtlich auch gefallen und der braucht jetzt aber, glaube ich, mal ein bisschen Ruhe. Ne, Mausi? Ja. Auch wenn wir eben schon eine Pause hatten, aber der muss jetzt einfach mal ein bisschen chillen und ja, also vielen, vielen Dank an das liebe Fressnapf-Team, dass ihr uns den Adventskalender zukommen lassen habt, damit wir ihn testen konnten. Hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Ich verlinke dir einfach mal hier meine ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!